Hi Leute, wo und wie fange ich an? Ich wurde in den letzten Wochen immer wieder gefragt, Hatti, wie hast du es geschafft, dass deine Haut besser geworden ist? Tja, die Frage aller Fragen. Um ehrlich zu sein, habe ich erstmal so grundsätzlich nichts anderes gemacht als davor. Ich weiß nicht, für die, die neu gekommen sind oder die vielleicht das Video nie geguckt haben. Ich hatte mal ein Video gemacht, 2 Jahre Durchfall. Und das verlinke ich euch hier oben. Das ist jetzt schon ein bisschen älter. Da erzähle ich so ein bisschen über meine Darmerkrankung. Genau. Also ich habe kein Morbus Crohn, auch kein Colitis ulcerosa. Also es wurde halt alles ausgeschlossen. Ich bin jetzt seit so vielen Jahren von Arzt zu Arzt, von Heilpraktiker zu Heilpraktiker. Also ich habe sehr viel ausprobiert. Und ich hatte diese schlimme Haut. Also das war wie Pickelchen, aber es sind keine normalen Pickel gewesen, wie wenn man zum Beispiel sich mal nicht richtig abgeschminkt hat. Ja, dann bildet sich das und irgendwann kommt so ein Pickel raus und denkt sich so, ne? Das war ja sehr schmerzhafte Rötungen. Die waren zum Beispiel am Tag gut oder okay und die konnten innerhalb von einer Stunde so richtig extrem werden, also so schmerzhaft und ja, wie soll ich das beschreiben? Ne, es war zeitweise extrem krass. Also ich habe hier zum Beispiel ein Foto vom März. Ich habe mal so eine Woche oder so. Ja, vom 27. März bis 13. April 2017 habe ich versucht immer so mal meine Stirn zu fotografieren. Ich zeige euch das mal vom ersten Foto. Ich meine, die Fotos sind jetzt nicht sehr schön, aber ich habe einfach mal versucht, für die Ärztin ihr zu erklären, was halt auf meiner Haut passiert. Ne? Das war der eine Tag und das war schon der nächste Tag. Genau, ich blende euch die Fotos ein. Also es konnte eben von ganz gut auch mal auf ganz schlecht gehen. Und das war auch sehr, sehr schmerzhaft. Ich habe hier zum Beispiel. Das waren ja eher so Knubbelchen auch, als so diesen typischen Pickel, den jeder mal hat. Ja, also vieles war unter der Haut, aber vieles war auch an der Oberfläche. Du bist jetzt eben drüber weggegangen, aber es wird jetzt natürlich auch wahrscheinlich viele interessieren, hat sich denn in der Zeit, wo sich jetzt auch vielleicht die Haut gebessert hat, aber auch allgemein hat sich an der Darmerkrankung denn was geändert? Ja, also ich habe immer noch meine Darmprobleme, aber die sind nicht mehr so schlimm wie damals. Und da war ich ja noch in Therapie und ich bin heute noch immer in Behandlung von einem Arzt. Ich war bei einer Frauenärztin, das war mein Update-Video, auch das findet ihr hier oben. Und das war anfangs gut, aber dann war das, es war nie weg, ja, es war halt besser. Mein Leben hat sich etwas besser angefühlt, ja. Es war nicht so, dass also ich musste morgen schon immer super dringend und schnell aufs Klo und es musste auch echt schnell gehen, ansonsten, ja, ihr wisst, was ich meine. Aber das hatte sich tatsächlich verbessert und das habe ich dann durchgezogen und die Ärztin meinte schon, das kann sehr, sehr lange dauern, diese Therapie. Ich verlinke euch oder ich schreibe euch das in die Infobox. Also ich werde hier keine Empfehlungen aussprechen oder sagen, mach das oder ihr müsst das machen, weil ich bin nicht die Lösung. Ich bin da, denke ich, auch einfach keine Hilfe. Ich kann euch nur erzählen, wie es halt bei mir war. Und die Therapie, die ich gemacht habe, findet ihr dann in der Infobox. Ich schreibe euch den Namen dann auf. Und da bin ich auch so, also das ist die Mora-Therapie. Ich sag mal so, ich bin irgendwo in der Mitte. Mein Mann zum Beispiel sagt, ich habe ihn einmal mitgenommen, das ist halt totaler Schwachsinn. Und ich bin irgendwo in der Mitte, vielleicht auch als, ja, Kranke, suchst du halt nach allem. Ne? Ich hatte auch in meinen Videos mal beschrieben, dass es so nach jedem Strohhalm greifen. Also es hat mir geholfen, weil danach ist es eben besser geworden. Aber es war jetzt halt auch nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, es ist halt komplett weg. Ich bin irgendwo in der Mitte. Ich glaube eben schon an andere Heilmittelverfahren als nur die schulische Medizin, keine Frage. Aber es war schon ein bisschen strange. Man hatte zum Beispiel so Metallstäbchen in der Hand und die Füße sind auch auf so einer Metallplatte. Und dann denke ich so, I don't know. I don't know. Also. Hat nicht sogar jemand geschrieben, dass das irgendwie aus Scientology-Bereich soll Ja, kommen? irgendwie Also so das würde ich Scientology-mäßig. natürlich dann persönlich sowieso schon nicht mehr präferieren. Ja, Weil es jetzt ist. stehe ich direkt auf der Liste von dem. Ja, deswegen,
spreche ich hier jetzt keine Empfehlungen aus und erzähle euch einfach nur. Und was ihr dann mit diesen Infos macht, liegt halt bei euch selber. Die Ärztin meinte, es wird halt sehr lange dauern, also auch bis der Körper auf diese Therapie anschlägt. Das kann ich so tatsächlich bestätigen. Es hat sehr lange gebraucht und nach der Therapie, noch Wochen später, hatte ich das Gefühl, meine Haut war so schlagartig besser. So als hätte ich morgens in den Spiegel geguckt und dachte so, oh krass, meine Haut wird immer besser, was mich natürlich extrem erfreut hat. Also heute ist es gut, ein bisschen schlechter als noch vor ein paar Tagen. Also wenn ihr hier schaut, ne, hier ist es noch ein bisschen. So, es kommt auch, so wenn ich mal so mache, seht ihr diese Unterlagerung, also dieses von unten. Nur das habe ich halt ständig. Ich habe es jetzt auch hier. Und manchmal ist es hier extremer und hier auch. Das ist dann so in diesem Bereich und mein Kinn. Also so dieser Bereich. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es jetzt hier auch so ein bisschen nach unten wandert. Gott, wird ja immer schlimmer. Wird ja immer mehr. Ja. Zieh also, die Stellen auf, wo nichts ist. Also die Flächen sind dann sich, würde ich sagen, schon ausgebreitet. Es ist zwar besser geworden, aber ich weiß halt nicht, ob es dasselbe ist, aber es bewegt sich. Also wie gesagt, erstmal war es nur die Stirn, alles andere war okay. Ich habe halt meine Rötungen, die ich halt immer habe. Aber seit einem Jahr, würde ich sagen, ist es eben hier runter gewandert. Oder vielleicht sogar länger als ein Jahr. Und das ist auch eben auch von Zeit zu Zeit mal besser oder eben auch mal schlechter. So, und dann dachte ich so, oh nee, irgendwie ist es zwar besser geworden, aber ich habe halt immer noch die Probleme. Ich kann euch mal ein Foto zeigen. Also abgesehen von meiner Stirn habe ich zum Beispiel auch nach bestimmten Essen so einen Bauch bekommen. Also ich bin nicht schwanger gewesen, aber so kann ich halt aussehen nach bestimmten Essen. Also ich krieg einen Bauch, das tut schon weh, weil der ist so extrem spannend. Das ist Gott sei Dank auch besser geworden. Ja, und dann dachte ich, wie gesagt, das ist auch noch nicht. Also bin ich zu einem anderen Gastroenterologen gegangen. Der macht auch so Naturheilverfahren, ganzheitliche Medizin. Ich müsste nochmal nachschauen. Der wurde mir empfohlen. Ich weiß nicht mehr von wem. Irgendjemand hier in Bielefeld. Und dann dachte ich so, okay, so letzte Hoffnung. Ich versuche jetzt nochmal einen anderen Arzt. Hab auch sehr lange auf einen Termin gewartet. Und so, ich meine, die nehmen auch keine neuen Patienten mehr auf, hatte er mir gesagt. Dass ich da überhaupt reingerutscht bin, war irgendwie ein Zufall. Keine Ahnung, auf jeden Fall musste ich eben 3 Monate auf diesen Termin warten. Dann war ich im November letztes Jahr da. Ach so, genau, und als ich den Termin gemacht habe, meinte die Arzthelferin, ja, bringen Sie mir bitte alle Ihre Befunde, die schon gemacht wurden über die Jahre. Und ich habe natürlich jetzt schon so einen Ordner, habe das da alles hingeschickt und dann hatte ich meinen Termin. Und er so, Frau Schmidt, ich muss Ihnen sagen, ich finde es ganz toll, dass Sie so viel schon ausprobiert haben. Das zeigt natürlich, dass Sie auch offen eben für andere Dinge sind, außer das, was man eben halt ständig kennt. Und er meinte, viele junge Leute sind gar nicht so offen und bereit, eben solche Sachen auszuprobieren. Also da hatte er mich wirklich gelobt. Und dann meinte er so, und jetzt erzählen Sie. So, und dann habe ich erzählt. Und ich bin, also er meinte, fangen Sie da an, wo die Probleme angefangen haben. Also das war bei mir halt, als ich nach Bielefeld gezogen bin, hatten wir Flitterwochen auf Bali. Und mein Mann und ich haben uns den heftigsten Infekt eingefangen, den man sich vorstellen kann. Und das war unser einziger Urlaub. Gleich so. Ja, und wir haben schon echt so gemieden, irgendwie an Straßenständen zu essen. Das sollte man zum Beispiel nicht machen oder wurde nicht empfohlen. Hätten wir es mal so gemacht. Straßenimbiss gemacht und nicht ja. Im Hotel. Ja, und ja, auf jeden Fall hatte ich dann das mit nach Deutschland gebracht. Und ihr müsst wissen, dass ich ein Mensch war, der nie so Magen-Darm-Probleme hatte. Magenschmerzen kannte ich nicht. Mir ging es immer gut. Ich meine, ich habe eine Cousine, die hatte zum Beispiel seit ihrer Kindheit immer Magenschmerzen. Immer Magenschmerzen. Ich wusste gar nicht, wie Magenschmerzen. Und als ich ihm das erzählte, meinte er, ja, es gibt Menschen, die können eine Magen-Darm-Erkrankung bekommen und die erholen sich davon nicht mehr. Und dann gibt es die, die das auskurieren und alles ist wieder gut. Bestes Beispiel, mein Mann. Das Beispiel. Das war er, ja. Und ja, seitdem nie wieder Ruhe eingekehrt. Und seit 2012 ja, schlage ich mich eben mit Darmproblemen rum. Was auch aufs Hautbild sich niederschlägt. Ja. Was ja eigentlich auch allgemein bekannt ist. Ja, ja, ne? Ja, Darm, aber auch andere, ne? Auch Hormone. Ne? Genau. Ja, also es ist halt ein Spiegelbild. Ne? Und ich merke halt auch, das ist lustig, wenn es meinem Darm wieder schlechter geht. Ich habe nämlich so, es ist immer unterschiedlich. Dann merke ich das auch sofort auf meiner Haut. Das ist so, ah, okay, der Darm ist heute nicht gut, pff, gleich auf der Haut. Das ist tatsächlich sehr interessant. Ja, bei diesem Arzt, der hatte mir gesagt,
wir können so viele Magen-Darm-Spiegelungen machen, wie wir lustig sind, meinte er, aber wir werden bei ihnen halt nie was finden. Er glaubt halt daran, dass ich eine bakterielle Fehlbesiedlung habe. Auch das wurde von anderen behandelt, aber auch das hat überhaupt nicht zu Erfolgen geführt. Aber als ich dann diesen Darmaufbau von ihm hatte, das war ganz interessant, der ist nochmal ganz anders vorgegangen, es ist tatsächlich besser geworden. Achso, und er meinte, ja, sie wundern sich, warum ihre Haut besser geworden ist, warum es ihnen überhaupt besser geht. Das liegt halt an der Therapie von der Ärztin davor. Er meinte, man darf halt nicht vergessen, es dauert länger als, ja, keine Ahnung, wenn man sich zum Beispiel eine Kopfschmerztablette einschmeißt, ja, und dann sind die Kopfschmerzen so innerhalb einer halben Stunde wieder weg. Das braucht halt sehr viel Zeit und das lese ich halt auch immer wieder. Ja, ich habe sehr viele auch Vitamine bekommen, weil ich durch den Darm eben sehr viele Vitamine verliere. Also das heißt, ich nehme auf, aber das kennt ihr, das Leaky Gut-Syndrom? Man könnte sagen, es geht in die Richtung, aber auch das ist, wie gesagt, wissenschaftlich nicht. Ja, also ich meine, die Schulmedizin spricht nicht von Leaky Gut. Normalerweise bist du ja nicht der Freund von Vitaminpräparaten. Nee. In Kapselform etc. Ja, also Nahrungsergänzungsmittel. Ja, es waren halt Bakterien, die einen bekämpft haben. Das habe ich so, ich meine, das war so. Und dann hatte ich nochmal einen bakteriellen Aufbau. Also die Bakterien wurden zugeführt, die eben den Darm aufbauen und dabei habe ich eben noch Vitamine genommen. Also ich hatte bei der einen Ärztin intramuskuläre Spritzen bekommen in meinen Hintern und dann habe ich auch Infusionen bekommen und damit habe ich mich tatsächlich viel, viel besser gefühlt. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es dadurch auch, ich habe mich einfach besser gefühlt, weil ich hatte eine extrem schlimme Müdigkeit. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich hätte am liebsten nur geschlafen. Manchmal zweimal am Tag, manchmal habe ich mich viermal am Tag hingelegt, weil ich einfach nicht wach bleiben konnte. Und das ist jetzt gar nicht mehr so. Also ich habe auch gar nicht mehr das Bedürfnis, mich mal hinzulegen. Ganz selten. Ja, und jetzt habe ich alles aufgebraucht, außer so sehr, sehr, sehr hoch dosierte Vitamine. Die nehme ich zweimal in der Woche, immer jeden Mittwoch und jeden Samstag. Und ich muss jetzt im März zu einer Blutentnahme gehen. Das, ja, wenn ihr dieses Video seht, dann bin ich in Shanghai. Ni hao. Ni hao. Ja, und wenn ich aus Shanghai zurückkomme, werde ich eine Blutentnahme machen und werde schauen, was da rauskommt. Ach so, und wisst ihr, was mir noch einfällt? Als ich meine Befunde abgegeben habe, habe ich nach Monaten die Befunde dann zurückgeschickt bekommen. Und er hatte ein Post-it auf meine Befunde geklebt und da war einmal Entzündungswert. Der war erhöht, aber der wurde mir von den Ärzten gar nicht gezeigt und ich weiß gar nicht, warum ich selber nicht geguckt habe. Bei den vorherigen Ärzten oder wo? Ja, genau. Und ein Wert für Parasiten. War ein älterer Wert, aber ja, auf jeden Fall bin ich auf diese Blutentnahme sehr gespannt. Ja, also Hautpflege mache ich nach wie vor nichts Besonderes oder habe da irgendwas verändert. Ich nehme immer noch von The Body Shop diesen Waterproof Eye Makeup Remover, dieser Chamomile. Dann habe ich von Pharmacy, heißen die, glaube ich, so ein Balm zum Abschminken der Hautprodukte. Und achso, ich habe noch einen so ein Waschgel, das ist von Vichy. Das benutze ich auch immer, so einen Pump, damit wirklich alles Make-up aus meiner Haut raus ist. Und ich habe Tage, da ist meine Haut sehr müde, ne? Wenn ich so eine Woche oder eine Zeit habe, wo ich sehr viel Make-up trage, dann habe ich zum Beispiel das gerne benutzt. Das ist von Avène. Also mildes Gesichtswasser, das ist meine zweite Flasche. Ich benutze das auch nicht regelmäßig, aber ich habe in dieser Zeit immer Phasen gehabt, wo ich das Gefühl hatte, ich brauche irgendwie etwas, was meine Haut beruhigt. Und das beruhigt meine Haut echt. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt nur so, das war ein Produkt, was ich während der schlimmsten Zeit und ab und zu heute auch mal benutze. Ne? Wenn ich sage, okay, heute habe ich echt lange Make-up getragen, ich habe mich abgeschminkt, dann nehme ich ein Wattepad, mische das, gebe das rauf und dann gehe ich einmal drüber und dann lasse ich das auch so. Genau. Ansonsten Feuchtigkeitspflege und eine Augencreme benutze ich. Auch mein Gesichtsöl. Masken mache ich nicht so oft. Ja, Ernährung. Bei der Ernährung ist es so, dass ich während der schlimmsten Zeit eben schon auf viele Dinge verzichtet habe, viele Dinge rausgeschmissen habe. Ich habe zeitweise, meine ich, über ein Jahr vegan gelebt, dann habe ich fast ein Jahr glutenfrei gelebt, dann, also ich habe auf sehr, sehr viele Sachen verzichtet, habe auch extrem auf einmal abgenommen. Genau, und dann fing ich langsam an, wieder so ein bisschen Käse zu essen und dann habe ich auch angefangen, wieder normal Brot zu essen, weil ich dachte, das ist vielleicht auch
das, aber das hat jetzt auch keinen Unterschied gemacht. Wobei ich auch einfach sagen muss, dass ich Milchprodukte, also ich habe eine Laktoseintoleranz und die war bei mir auch so hoch, dass, also der Doc meinte, dass mein Körper Milchprodukte überhaupt gar nicht verarbeiten kann. Das ist ein Gendefekt. Genau, und ich merke das auch. Also sobald ich eine Kugel Eis esse, die ich mir auch mal ab und an gönne, aber das, da kriege ich die Quittung für, ne? Genau, also bei Käse merke ich das nicht so oft, aber ich versuche eben auf tierische Produkte komplett zu verzichten. Also so Milch, Joghurt, ja, Fleisch esse ich nicht, Eier esse ich nicht. Ich esse mal Käse und mal hole ich mir auch gerne so ein Stück Kuchen oder so einen Nachtisch und da ist dann halt auch schon Milch und Eier 100 pro mit drin. Und das gönne ich mir mal, aber ich esse es nicht jeden Tag. Worauf ich komplett verzichte, sind Fertiggerichte, Fertigpizzen, Baguettes und fertige Soßen. Extrem viele Süßigkeiten verzichte ich drauf. Klar, esse ich mal so ein Kinder-Country oder Raffaele oder so, ne? Und das ist dann auch gut. Also ich kann das halt machen, aber nicht jeden Tag und nicht ständig. Das tut mir dann gar nicht gut. Das merke ich so, als hätte sich mein Körper auch entwöhnt von diesen Fertigprodukten. Ja, draußen esse ich eigentlich total ungerne. Klar kommt es mal vor, weil ich zeitlich einfach keine Möglichkeit habe. Und dann schaue ich mir auch genau aus, okay, wo esse ich was. Aber grundsätzlich versuche ich schon eben nicht draußen zu essen. Und auch keine Fertigprodukte und auch kein Fastfood. Was Getränke angeht, trinke ich sehr viel Wasser und sehr viel Tee. Ja, ab und zu gönne ich mir mal so eine Schorle, eine Apfelschorle. So aus dem Bioladen oder so. Ja, Cola und so habe ich komplett komplett trinke ich jetzt auch schon seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr nicht mehr. Kommt mal vor, wenn ich dann mal mir so einen Gemüse-Veggie-Burger gönne, dass ich dann so mir Cola und Fanta mixe. Super selten. Also ihr könnt sehen, ich gönne mir halt schon das, was ich möchte und damit fahre ich persönlich am allerbesten, aber ich versuche eben auf die meisten, also zu verzichten. Also ich denke, dass Ernährung tatsächlich eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ich kaufe sehr viel auf dem Bauernhof und ja, sehr viel Obst und Gemüse, versuche das auch immer so frisch zu essen und ich finde, dass das auch einen großen Unterschied gemacht hat. Nicht, dass ich immer viel Schlechtes gegessen habe, aber ich fühle mich trotzdem dadurch einfach besser. Ja, also mein Darm, auch da fragen viele, wie geht es dir? Meinem Darm geht es viel besser als damals, aber ich bin noch nicht geheilt und ich glaube fast, dass mich das mein Leben lang begleiten wird. Ich glaube, dass ich das nicht für immer loswerden kann. Ich habe das Gefühl, dass mein Darm einfach jetzt über die Jahre so geschädigt ist, dass ich dieses Päckchen jetzt einfach tragen muss. Also ich kann gucken, dass ich es eben konstant aufrechterhalte, eben durch bestimmte Lebensmittel und bestimmte Lebensmittel, auf die ich verzichte. Und ich versuche natürlich immer, ne, Schlaf und so, einfach, dass es mir gut geht. Und das hilft schon, ja. Und ich denke, das ist nicht nur für mich wichtig, sondern auch für die gesund sind, einen gesunden Lifestyle zu führen. Ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich feiere nicht. Klar kann man jetzt sagen, aber ich denke... Langweiliges Leben, aber ich liebe mein Leben und bin total zufrieden damit. Und ja. Ja, aber was mir noch einfällt, ist, dass diese Hautprobleme, die ich hatte, als sie noch so schlimm waren, dass mir das schon ganz schön psychisch zugesetzt hat, weil ich habe mein Leben lang eine sehr, sehr gute Haut gehabt und die war dann auf einmal total schlecht und damit irgendwie klarzukommen war auch nicht immer ganz so einfach, muss ich zugeben. Das war so immer, oh, das sieht wieder so schlimm aus und dann habe ich ständig geguckt und warum wird es nicht besser und ich habe zwar versucht, immer so meine Gedanken da nicht hinzulenken, aber ja, es war auch nicht so einfach. Aber man soll doch eigentlich gar nicht auf die Äußerlichkeiten gehen. Ja, ja, also ich bin ja trotzdem ungeschminkt rumgelaufen, aber es war eben trotzdem ein Feeling. Verstehst du, was ich meine? Deine Haut ist eben nicht mehr so, wie sie war. Und du fragst dich, warum wird es schlechter? Warum ist es heute wieder so schlecht? Warum verbessert sich das nicht? Warum geht es mir so schlecht? Und das ist dann so ein Kreis, der sich dann halt nie schließt. Der dreht sich immer weiter. So, ich hoffe, dass ich euch ein bisschen helfen konnte. Das ist mein Update dazu. Und was jetzt zu der Verbesserung meiner Haut geführt hat, habe ich euch am Anfang gesagt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob es jetzt durch die Therapien kommt oder durch diesen Darmaufbau, also durch diese Sanierung und dann der Aufbau.
ob das eben zu einer Verbesserung geführt hat. Ich kann mir schon vorstellen, also es muss daran liegen, weil was anderes habe ich halt, wie gesagt, nicht gemacht. Wenn ihr jetzt Fragen haben solltet, wenn ich irgendwas ausgelassen habe oder wenn irgendwas unklar war, dann stellt das super gerne in die Kommentare, wenn ihr ähnliche Probleme habt oder Therapien gemacht habt, wo ihr sagt, okay, das war für mich irgendwie interessant, schreibt super gerne in die Kommentare. Dann denke ich, können wir auch anderen Leuten helfen, weil ich kriege, wie gesagt, heute noch sehr viele Nachrichten und Fragen. Hatti, wie machen wir, was hast du gemacht? Wie hast du es gemacht? Genau, dann denke ich, können wir uns mit diesem Thema vielleicht ein bisschen helfen. Ihr findet auf jeden Fall hier drüben noch zwei weitere Videos. Hier könnt ihr mich sehr gerne abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Reinschalten. Sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.